Hallo und willkommen zum letzten Video des Lernzyklus zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das bin immer noch ich und wir legen direkt los. Kannst du dich noch an das Basic-Video erinnern? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, eine ungerade Augenzahl zu würfeln? Versuche, diese Frage eigenständig zu beantworten. Pausiere hierfür das Video. Du weißt sicher noch, dass man bei einem Laplace-Experiment die Anzahl der günstigen Ausgänge, also die, die man haben will, durch die Anzahl der möglichen Ausgänge dividiert und damit die Wahrscheinlichkeit berechnet. Dann konntest du die Aufgabe bestimmt lösen. Hier siehst du noch einmal im Detail, wie ich das gemacht habe. Und? Ist dein Lösungsweg gleich? Nein? Dann schau dir nochmal das Basic an. Wenn ja, dann machen wir doch direkt weiter. Du weißt nun also schon, wie man eine Wahrscheinlichkeit als Bruch darstellt. Wie du bestimmt auch schon weißt, kann man Brüche auch als Dezimalzahlen darstellen. Wenn du nicht mehr weißt, wie das geht, dann schau dir doch den Lernzyklus Verbindung von Bruch und Dezimalzahlen an. Der Link ist rechts oben eingeblendet. Dezimalzahlen können wiederum auch in Prozentschreibweise angegeben werden. Kannst du dich noch erinnern, wie das geht? Falls nicht, schau dir doch auch den Lernzyklus dazu an. Den Link findest du wieder oben rechts. Hier habe ich nun eine kleine Aufgabe für dich vorbereitet, um diese Verbindungen noch einmal zu wiederholen. Pausiere gerne das Video, bis du sie gelöst hast. Hast du das auch so? Super! Schauen wir uns nun die mathematische Schreibweise in der Wahrscheinlichkeitsrechnung an. P von einem bestimmten Ereignis ist 0,5. Wir sagen, die Wahrscheinlichkeit von unserem Ereignis beträgt 0,5. Dabei steht P für die Wahrscheinlichkeit. In der Klammer steht unser Ereignis. Das kann sehr unterschiedlich lauten. 0,5 ist der Wert der Wahrscheinlichkeit, also im Endeffekt das, was wir ausrechnen. Wahrscheinlichkeit bezeichnet also die Chance, dass bei einem Zufallsexperiment ein bestimmtes Ereignis eintritt. Diesen Ereignissen ordnen wir immer eine Zahl von 0 bis 1 zu. Dafür haben wir vorher unterschiedliche Schreibweisen kennengelernt. Wobei 0 das unmögliche Ereignis ist und 1 das sichere Ereignis. Wir wissen aus dem Basic, wie wir Wahrscheinlichkeiten berechnen, wenn wir einmal würfeln. Wie aber funktioniert das, wenn wir zweimal hintereinander würfeln? Stellen wir uns nun die Frage, wie wahrscheinlich es ist, genau einen Sechser zu würfeln. Wir haben zwei Optionen, dieses Ziel zu erreichen. Weißt du, wie diese aussehen? Genau, entweder wir würfeln zuerst einen Sechser und dann etwas anderes oder umgekehrt. Wie wahrscheinlich ist es, einen Sechser zu würfeln und keinen Sechser? Notiere es dir und vergleiche im Anschluss. Genau, die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser zu würfeln, ist 1 von 6, also ein Sechstel. Du weißt, dass du das auch als Dezimalzahl anschreiben kannst, 0,16 periodisch. Und das wandle ich nun in Prozent um, also 16,6 periodisch Prozent. Und die Wahrscheinlichkeit, keinen Sechser zu würfeln, ist 5 von 6, also 5 Sechstel. Und als Dezimalzahl 0,83 periodisch und in Prozentschreibweise 83,3 periodisch Prozent. Wie also berechnen wir nun die Wahrscheinlichkeit, bei zwei Würfen genau einen Sechser zu werfen? Wir haben vorhin ja festgestellt, dass es da zwei verschiedene Optionen gibt. Wie kombinieren wir diese nun richtig? Die erste Option ist es, gleich beim ersten Wurf einen Sechser zu würfeln. Darum schreiben wir gleich ein Sechstel auf. Danach würfeln wir keinen mehr.
Von diesem Ausgang ist die Wahrscheinlichkeit 5 Sechstel. Damit haben wir die erste Option abgehakt. Versuche diesen Schritt für die zweite Möglichkeit selbstständig durchzuführen. Hast du es geschafft? Super gemacht! Verbinden wir nun die Brüche mit Rechenzeichen, um uns die Wahrscheinlichkeit ausrechnen zu können. Zwischen die Brüche, die zur selben Möglichkeit gehören, setzen wir ein Malzeichen. Das nennen wir auch die Und-Regel, weil ich sagen kann, einen Sechser und dann keinen Sechser. Oder bei der zweiten Möglichkeit eben umgekehrt. Und zwischen die unterschiedlichen Möglichkeiten setzen wir ein Plus. Dazu sagen wir auch Oder-Regel. Denn ich sage entweder die erste oder die zweite Möglichkeit soll eintreffen. Damit ergibt sich in unserem Fall also diese Rechnung. 1 Sechstel mal 5 Sechstel plus 5 Sechstel mal 1 Sechstel. Damit sind wir auch schon fertig und unser Ergebnis ist 10 36stel oder 0,27 periodisch. In Prozent 27,7 periodisch Prozent. Das sind gerundet 28%. Lösen wir nun die nächste Aufgabe zusammen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei zweimal Würfeln mindestens einen Sechser zu werfen? Ich habe einen Tipp für dich. Es gibt nun drei Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Wie sehen diese aus? Richtig, wir können zuerst einen Sechser würfeln und dann nicht. Das Ganze kann umgekehrt passieren. Oder aber wir würfeln beide Male einen Sechser, also insgesamt dann sogar zwei. Die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser zu würfeln und auch die, keinen zu würfeln, ist natürlich gleich geblieben. Versuche nun anhand dieser Information eigenständig die Rechnung aufzustellen. Sieht deine auch so aus? Prima! 1 Sechstel mal 5 Sechstel ist unsere erste Option. Zuerst einen Sechser würfeln, dann keinen Sechser würfeln. 5 Sechstel mal 1 Sechstel ist die zweite Möglichkeit. Zuerst etwas anderes als einen Sechser würfeln und danach einen Sechser. 1 Sechstel mal 1 Sechstel kommt von unserer dritten Möglichkeit. Beide Male einen Sechser werfen. Diese drei Optionen müssen addiert werden. Was kommt heraus, wenn du diese Rechnung durchführst? 11 36stel? Super gemacht! Hier habe ich dir noch einmal das Wichtigste aus dem Video auf einer Folie zusammengefasst. Wenn du möchtest, kannst du sie dir abschreiben. Und jetzt bist du dran. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal hintereinander Kopf zu werfen? Hier siehst du meine Lösung. Die Wahrscheinlichkeit, zweimal hintereinander Kopf zu werfen, beträgt 25%. Wie sieht es mit der Zahl aus? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal hintereinander Zahl zu werfen? Auch diese Wahrscheinlichkeit beträgt 25%. Meine letzte Frage an dich lautet: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei zwei Würfen genau einmal Kopf und einmal Zahl zu werfen? Und so sieht die richtige Lösung aus. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 50%. Hast du das auch so? Super! Nun war es das auch schon mit diesem Videolernzyklus. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Auf der Webseite findest du noch weitere tolle Videos zu Supermathe-Themen. Tschüss!